man heutzutage hat manche Mühe und Plag, hat kolossal zu tun, darf Tag und Nacht nicht ruhen. Dein Amt ist riesig schwer, denn mitten im Verkehr von früh bis abends spät er an der Ecke steht. Es ist der Schutzmann zu so manchem Nutz. Spock? Absolut. Ja. Deswegen sind wir hier den weiten Weg hochgefahren. Bist nervös? Ein wenig, ja. Musst du Brille noch absetzen. Sieht scheiß aus. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Feldpost-Kanal. Heute habe ich den lieben Alexander zu Besuch, mit dem wir heute mal ein Thema besprechen. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, dass sowas gab. Logo, Schutzpolizei um 1928. Das also um und bei. Und auch ein bisschen das Polizeiwesen noch, wie es damals Weimarer Republik so gängig war. Was sie da auch gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das da so ein bisschen Peaky Blinders Niveau angenommen hatte oder wie man es kennt. Ja, ist ein bisschen übertrieben, die Serie. Also. Ja klar, spielt ja aber auch nicht in Deutschland. Spielt auch nicht in Deutschland. Na, ja. Also in Deutschland, da hier wäre zivilisiert. Da wäre mehr Bürokratie notwendig gewesen, um derlei richtig. Gangverbrechen überhaupt richtig zu machen. Das ist ein Gewerbe, das musst du ja anmelden. Das muss angemeldet werden. Und eine Versammlung auch. Kannst du ja nicht einfach losziehen mit so einem Mob. Du musst ja vorher schon einen Zettel ausfüllen. Eben. Gut. Also, ja, die Schutzpolizei. Die Schutzpolizei. Na, bevor wir zu dem allen hier kommen, gehen wir erstmal zurück ins Deutsche Kaiserreich. Weil, also wir werden jetzt nicht beim Urschleim der deutschen Polizeigeschichte anfangen, weil da müsste man bis ins Mittelalter gehen und zum Begriff Polizei. Und damit würden wir den Rahmen dieses Videos sprengen und wahrscheinlich könnte man dann eine ganze Serie draus machen, aber da wollen wir halt nicht hin. Also, Deutsches Kaiserreich, Vorabend der Novemberrevolution. Da gab es 4 uniformierte Sparten der Polizei. Wir gucken jetzt im Wesentlichen auf das Königreich Preußen und folglich den Freistaat Preußen. Entwicklungen waren ähnlich in allen deutschen Staaten. Also, wir lassen jetzt solche Staaten wie Bayern, Württemberg, Sachsen, lassen wir jetzt mal außen vor. Richtig, richtig, weil da würde man auch sehr schnell mit den Begriffen durcheinander kommen. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Also Vorabend der Novemberrevolution, Deutsches Kaiserreich. 4 uniformierte Sparten, von klein zu groß. Auf dem platten Land gab es die königliche Landgendarmerie, ist vielleicht bekannt. Die grüne Uniform, später in der Weimarer Republik Landjägerei genannt, kommt aus dem Militärwesen. Also der Gendarm ist ja in erster Linie kein ziviler Polizist gewesen, sondern später vor allem auf Feldzügen auch der Militärpolizist. Und ja, war... da habe ich jetzt die Zahlen für die Weimarer Republik nicht. Später im Dritten Reich war es bis Gemeinden, bis 2000 Einwohner, war Gendarmerie zuständig. Knapp darüber, jetzt wieder zurück ins Kaiserreich, Kleinstädte hatten eine kommunale Polizei. Also die Gemeinden selber haben sich Polizei gestellt. Gendarmerie war ja auch staatlich, zentral von Berlin gelenkt. Mhm. Dann gab es im Kaiserreich noch die Besonderheit in sogenannten Mediatstädten, ich sag mal mittelgroße Städte, da habe ich in der Verwaltung nicht ganz durchgesehen, wie das jetzt definiert ist. Da gab es eine königliche Polizeiverwaltung und in den Großstädten, also allen voran Berlin, gab es die königliche Schutzmannschaft. Entstehung königliche Schutzmannschaft, da wollen wir jetzt auch nicht groß eingehen, da müsste man bis zur Revolution 1848 zurückgehen und so weiter. Ja. Ganz lange Geschichte, deswegen nehmen wir es erstmal als gegeben hin. Da gab es königliche Schutzmannschaft, war auch militärisch organisiert, aber trotzdem zivil unterstellt. Im Gegensatz zur Landgendarmerie, die sogar Kommandantenstatus hatte. Mhm. Also ganz kurz, ein Kommandant ist ein Angehöriger des Militärs. Genau. Dass man das mal kurz erklärt. Also sinngemäß auf den kann man schießen im Krieg. Ohne dafür ins Gefängnis zu gehen. Richtig, richtig. Ja. Genau, das ist so der Ausgangspunkt. Wie gesagt, Landgendarmerie, grüne Uniform. Kommunale Polizei, sehr zivil gehalten, also kann man teilweise von Verwaltungsbeamten schwer unterscheiden. Und dann königliche Schutzmannschaft und Polizeiverwaltung, die hatten eine ähnliche Uniform, da blenden wir mal ein paar Bilder dazu ein. Die haben sich im Wesentlichen durch den Dienstgrad unterschieden und durch ein bisschen Lametta, aber naja, da stecke ich selber nicht so richtig drin. So, und im Polizeiapparat steht es im November 1918 ziemlich schlecht. Ja. Denn, wie du ja sicher weißt, der Erste Weltkrieg geht verloren. Das Heer kehrt geschlagen von der Front zurück. In der Heimat
die verbliebenen Truppenteile, Ersatzbataillone etc., die meutern, die schließen sich mit revolutionären Arbeitern zu Arbeitern und Soldatenräten zusammen. Im Prinzip der Einfluss des Staates auf die Fläche des Deutschen Reiches, die schwindet nach und nach. Ja. Ganz kurz zur Erklärung, da gab es mehrere Armeen damals. Das sind nämlich zum einen Seite natürlich die treu monarchistischen Freikorps, die sich größtenteils wieder gegen die Demokratie eingesetzt haben, also waren quasi antidemokratische militärische Körper. Und das, was wir gerade angesprochen haben, sind die sogenannten, sowas ähnliches wie die Rote Ruhr-Armee im Endeffekt. Also Soldaten aus bürgerlicher Seite, die dann eher ein sozialistisches System durchdrücken wollten. Aber das ist ein Thema, das muss man irgendwann mal extra besprechen. Das ist so vielschichtig und da gibt es kein Gut und Böse und kein Richtig und Falsch. Und die haben, da machen wir mal ein extra Video drüber. Genau. Da jetzt noch vorweg zu sagen, die Armee spielt im kaiserlichen Polizeisystem an sich eine unbedeutende Rolle, aber im Ernstfall eine wichtige Rolle, denn die Armee war quasi die Einsatzreserve der Polizei. Sprich, wenn die Polizei eine Großlage hatte, mit der sie nicht mehr fertig geworden ist, also irgendwelche Unruhen, Aufstände, nennen wir es mal beim Namen, dann war die Armee oder wurde die Armee auch eingesetzt. Da gibt es auch konkrete Einsatzbeispiele. Ich habe dazu ein Buch gesehen, was so eher die Rheinprovinz Westfalen behandelt. Ich kann jetzt kein konkretes Ereignis nennen, aber es gab diese Einsätze, wo wirklich Militär noch gegen die Bevölkerung eingesetzt wurde, wenn Polizei es nicht mehr geschafft hat. Ja, aber das war ja relativ verpönt, das Militär einzusetzen. Das war verpönt, hat die Obrigkeit trotzdem nicht davon abgehalten, es zu tun. Was man hat, hat man. Und da muss ich auch sagen, es hat funktioniert. Ja. genau. Und dieses Militär, ja, wie gesagt, geschlagen von der Front zurück, das fehlt jetzt quasi. Und der Polizeiapparat, schauen wir dann im Speziellen auf die Schutzmannschaft von Berlin beispielsweise, die ist personalmäßig schon geschwächt, weil die Offiziere waren wehrpflichtig, also die mussten beispielsweise in der Feldgendarmerie an der Front oder beziehungsweise hinter der Front dienen. Allgemein hat vor allem die Landgendarmerie ja den Kern der Feldgendarmerie gestellt, also da waren ungeheure Massen an Personal, was eigentlich im Inneren des Reiches eingesetzt wurde, außerhalb eingesetzt, und dieses Personal, das konnte man nicht adäquat ersetzen. Also weder durch Neuausbildung, weil die Jungen sind sowieso eher tendenziell eingezogen worden. Es gab Kriegsfreiwilligenmeldungen von Seiten der Polizei, denen auch stattgegeben wurde. Man hat dann pensionierte alte Beamte reaktiviert, aber wie gesagt, man konnte die Personalausfälle zahlenmäßig nicht ersetzen und ich sag mal, Qualität auch nicht. Ja. So, schauen wir jetzt im Speziellen auf Berlin. Wir haben Unruhe, verschiedenste Gruppen, die verschiedensten politischen Strömungen angehören, agieren gegeneinander, miteinander, nebeneinander, weil durch das Fehlen der Polizei entsteht ein Machtvakuum. Und in das treten halt Fronttruppen, Freikorps, Verbände von Arbeiter- und Soldatenräten, alles Mögliche, wie gesagt, nebeneinander, miteinander. Und gegeneinander. Und gegeneinander. Überwiegend gegeneinander. Und da konnte der Polizeiapparat, der so schon geschwächt war und ich sag mal jetzt auch nicht in dem großen Maße militärisch ausgerüstet war, auch nichts machen. Und wie war das dann seitens der Polizei? Die hatten ja dann auch Ideale und Überzeugungen. Haben die sich dann solchen Konstellationen auch mit mehr oder weniger angeschlossen oder bei bestimmten Sachen nicht mit eingegriffen oder bei anderen Sachen besonders hart durchgegriffen? Das sind ja Fragen, die da gestellt werden müssen. Ja, also zum Systemwechsel von der Monarchie zur Republik kann ich sagen, da gibt es konkrete Beispiele von Beamten, die diesen Systemwechsel nicht verkraftet haben. Also die waren ja zumeist monarchistisch treu. Viele haben in der kaiserlichen Armee gedient und das lange war ja auch lange Zeit für die königliche Schutzmannschaft Einstellungsvoraussetzung, dass sie zumindest Unteroffizier gewesen seien. Mhm. Und auf einmal kein Kaiser mehr, auf einmal Republik, was ja die Demokratie war ja für manche auch der Feind im Kaiserreich gewesen. Da haben manche einfach Säbel und Revolver abgelegt und sind mit der Verkündung der Republik nach Hause gegangen. Die mussten das erstmal verarbeiten. Mussten erstmal eine Nacht drüber schlafen. Ja, so ungefähr. Oder zwei. Und ja, manche sind wieder gekommen, manche nicht. Ist ja auch eine Frage von, es war ja deren Arbeit, also die mussten ja irgendwie ihr Geld verdienen. Ja.
ja, und das ist halt so, das Problem vor dem war so 1918, 1919 stehen, die, wie gesagt, keine Polizei, die das regeln kann. Die Freikorps übernehmen diese Aufgabe in dem Maße besonders, aber die können ja nicht ewig, es kann ja kein Zustand sein. Zum einen durch den Versailler Vertrag, der dem Deutschen Reich aufgedrückt wird, muss ja die Truppenstärke reduziert werden und die Freikorps und die ganzen Freiwilligenverbände werden damit eingerechnet. Das heißt, die müssen weg, die müssen abgebaut werden. Ja. Zum einen braucht der Staat aber trotzdem eine schlagkräftige Truppe, die immer noch Aufruhr, Unruhen, Aufstand, was ja immer noch passiert, bewältigen kann. Da wurden ja dann auch viele Freikorps später dann in die Reichswehr eingegliedert. Ne? In die Reichswehr und ja, jetzt kommen wir zur großen Lösung, die dann erstmal angestrebt wurde. Im Frühjahr 1919 wird die sogenannte Sicherheitspolizei aufgestellt. Nicht zu verwechseln mit der Sicherheitspolizei, die wir nach der Machtergreifung sehen. Das ist jetzt, wie gesagt, mit Begriffen. Wir werden viele Begriffe wiedersehen. Ja. Eine Polizeitruppe, die ist militärisch ausgebildet, ausgerüstet und auch kaserniert. Viele Freikorpsangehörige finden in der Sicherheitspolizei eine neue Beschäftigung, weil sie wird ja unter zivile Verwaltung gestellt. Das heißt, sie zählt ja nicht in sonstige Truppen stark mit rein. Ja. Die bekommt auch eine neue Uniform, da werden wir auch ein paar Bilder einblenden. Das ist so ein Grau-Grün. Ich selber habe noch kein Original gesehen, dann müssen wir mal ins Deutsche Historische Museum mit unserer Polizeitruppe mal gehen. Da weiß ich, da liegt noch eine originale Uniform. Laut der Literatur gab es da auch viele Farbabweichungen. Ungefähr kannst du es dir vorstellen, M15 Jäger. Ja, also wir müssen mal ganz kurz einen Ausschweifer. Die Jäger und Schützen hatten auch nach der Einheitsuniformierung, also nach der Neuuniformierung von 1915, die M15-Bluse trotzdem in diesem Jägergrün. Und dieses Jägergrün weicht farblich ein paar Nuancen von dem eigentlichen Feldgrau ab. Genau, das war so ein Ansatz, was die Farbe angeht. Laut Literatur aber auch Abweichungen ins eine oder das andere, mehr Grau, mehr Grün. Also wenn es danach geht, sind da glaube ich alle Möglichkeiten offen. So, diese Sicherheitspolizei soll jetzt diese Machtvakuumslücke füllen, denn es besteht weiter, das darf man nicht vergessen, der königliche Polizeiapparat besteht in gewisser Weise weiter, also die Schutzmannschaft wird ja nicht aufgelöst, die Bestand. Die heißt dann nach der Revolution Ordnungspolizei, auch nicht zu verwechseln mit der Ordnungspolizei nach der Machtergreifung. Und da kommt innerhalb der Politik so die Idee auf, naja, wir haben die Ordnungspolizei als Wohlfahrtspolizei, also die sich so um das Alltägliche kümmert. Mhm. Und wenn es dann Bedarf ist, wenn Großlage ist, dann holen wir die Sicherheitspolizei, die dann halt einfach nur hart durchgreift. Und auch hart durchgegriffen hat, was auch viel mit der, mit der Einstellung, mit der Ausbildung, mit der Schulung zusammenhängt. Denn, wie gesagt, die Mannschaften, alles Freikorps größtenteils und die Offiziere, das waren Frontoffiziere, die leider Gottes auch den Bürger, heute würde man sagen, das polizeiliche Gegenüber so gesehen haben, nämlich als Feind. Und das schlägt sich auch in, vielen unschönen Dingen nieder, die dann da passiert sind, übermäßiges hartes Durchgreifen etc. pp. Ja. So, springen wir jetzt ins Jahr 1920, denn die Sicherheitspolizei, die wurde gern und gut gegen links eingesetzt, aber von rechts gab es da ein paar Probleme. Frühjahr 1920 Kapp-Lüttwitz-Putsch. Mhm. Eine Militärregierung übernimmt in Berlin die Macht. Die eigentliche Reichsregierung muss fliehen. Ja, und die Sicherheitspolizei, die macht nichts, beziehungsweise die macht mit. Und das im so mehr oder weniger im ganzen östlichen Bereich Deutsches Reich, also in Berlin, in Breslau sind sie ganz vorne mit dabei. Die feiern die Putschisten etc. Gibt auch wenige, die sich dagegen stellen. Die werden sofort inhaftiert etc. Und die Sicherheitspolizei hat im Prinzip in ihrer Aufgabe in der Hinsicht komplett versagt. Gescheitert, ja. Komplett gescheitert. Ja. Jetzt kommen noch ein paar andere Entwicklungen dazu, denn die Art, wie die Sicherheitspolizei aufgestellt ist, das bleibt den Alliierten ja nicht verborgen, der Entente. Und die unterstellen der Republik jetzt, ihr baut hier eine Schattenarmee auf. Mhm. Ihr nennt es zwar Polizei, ihr stellt es unter zivile Verwaltung, aber ja, das ist Militär, das sieht aus wie Militär, das kann Militär. Ja.
Und aber das war es ja im Endeffekt halt, auch wenn man so ehrlich zu sich selber ist, ja, war es ja genau das. Ja, die wurden ja auch polizeilich nicht groß ausgebildet. Naja. Da gab es auch ziemlich viele Differenzen zwischen der Ordnungspolizei und der Sicherheitspolizei, weil die Ordnungspolizei trotzdem ja wusste, wie man mit dem Bürger umgeht, und die Sicherheitspolizei so, wenn nicht für uns ist, ist gegen uns. Genau. Ja. Genau. Dann kam das dazu und halt diese politische Unzuverlässigkeit, und das sorgte dafür, dass im Sommer 1920 die Sicherheitspolizei mit der Ordnungspolizei zusammengelegt wurde. In Preußen nannte sich das Ganze dann Schutzpolizei. Mhm. Das ging auch einher mit ziemlich vielen personalen, also insoweit möglich personalen Veränderungen. Also politisch unzuverlässige Offiziere, Mannschafter, die wurden auch entlassen. Ging natürlich nicht in dem großen Umfang, wie man es gerne machen wollte, weil qualifiziertes Fachpersonal war halt trotzdem Mangelware. Und naja, wie in jedem Systemwechsel muss man erstmal mit dem leben, was man hat. Ja. Und das ist leider Gottes auch ein Problem, das begleitet die Weimarer Republik wirklich ihre ganze Epoche lang. Und es gab letztendlich nicht wenige Polizeioffiziere, die 33 dann sich gefreut haben. Ja, ja. Genau, so, kommen wir jetzt 1920. Wir reden jetzt in Preußen, Freistaat Preußen, von Schutzpolizei. Die Uniformierung bleibt bisher gleich. Also da wird weiterhin bei der Ordnung von Ordnungspolizei, die haben ja weiter ihre Schutzmannschaftsröcke getragen. Da wurden die Kronenknöpfe entfernt, da wurde sämtliche monarchistische Symbolik entnobeliert, als Fachbegriff. Also zu Deutsch, man hat zum Beispiel beim Bayerischen Löwen die Krone abgebrochen und die Pickelhaube dann trotzdem einfach als Polizeihelm weitergetragen. Genau. Damit ihr euch was vorstellen könnt. Man bricht Kronen ab, man schleift Kronen und so weiter und so fort. Genau. Die Uniformierung, es war angedacht, schon immer eine blaue Uniformierung einzuführen oder eine neue Uniformierung. Das hat sich aber aufgrund von ja, Engpässen im Material, Kosten, Beschaffung etc. lange hingezogen. Also von letzten Endes wurde die neue Uniform M23, wie man sie jetzt so bezeichnen will, erst 1923 eingeführt. Also 3 Jahre lang hieß es doch Mischmasch aus alter grüner Uniform und Schutzmannschaftsuniform. Die grüne Uniform ist auch nie seit Weimarer Republik komplett verschwunden, wurde weiterhin für den Innendienst teilweise getragen. An den Schulen wurde sie getragen für die Anwärter. Überall, wo man sie halt noch brauchen konnte, wo aber nicht unbedingt zwangsweise Öffentlichkeit mit im Spiel war. Ja, und dann 1923 Neuuniformierung. Erste große, kleine Änderung kam dann 1928, und da ist es jetzt, wo wir jetzt mit dieser Uniformierung hier ansetzen. Mhm. Fangen wir beim wichtigsten Stück an, beim Rock. Also Uniformrock, Modell 28, wie wir es auch bezeichnen, ob der wirklich per se so hieß. Ist egal, das geht zur Kategorisierung, das ist auch besser zur Erklärung. M28, genau. Polizeirock. Genau. Was hat sich von 23 zu 28 geändert? Also der erste, der 23er Rock, der hatte eine verdeckte Knopfleiste gehabt, der hatte noch keine Paspelierung, noch nirgends. Das sind eigentlich die wesentlichen Unterschiede. Und jetzt, Hochzeit der Weimarer Republik, kann man sich halt mittlerweile ein bisschen was Schickeres leisten. Ich sag mal, die schlimmsten Jahre der Wirtschaftskrise sind auch vorbei. Ja, die goldenen 20er legen richtig los. Genau, genau. An sich geschnitten ist es wie ein Waffenrock. Also ja, wie man es aus dem Kaiserreich kennt. Schulterstücke wurden bereits zur 23er Uniform fast neu eingeführt. Gab es schon ähnlich mit diesen Schleifen für die Sicherheitspolizei. Ich trage jetzt hier Schulterstücke für einen Wachtmeister unter 4 Dienstjahre. Ab 4 Dienstjahre gibt es dann noch einen Stern dazu. Und mit 2er wäre es Oberwachtmeister. Anwärter wäre komplett grün. Mhm. So auch wie schon bei der Sicherheitspolizei. Als Hose für den normalen Dienst trage ich eine schwarze Stiefelhose. Dazu keine weiteren Besonderheiten. Machen wir weiter beim Schuhwerk. Es werden Schnürschuhe getragen. Besonders in den Anfangszeiten der Weimarer Republik vor allem auch Schnürschuhe nach dem Modell der Armee, also auch mit benagelter Sohle. Es heißt in den Bekleidungsvorschriften auch nur Schnürschuhe. Das heißt, wie genau die jetzt im Einzelnen aussahen, ob es da vielleicht ein eigenes Modell gab, das können wir jetzt innerhalb der Gruppe noch gar nicht so richtig sagen. Mhm. Wir vermuten aber, dass vor allem für die Städte
ein Modell ohne Nägel getragen wurde. Weil wir kennen es ja aus dem praktischen Klar. Asphalt, Straße, ja. Kopfsteinpflaster. Spätestens, wenn es dann zu einer Verfolgung kommt, sind die hinderlich. Richtig, richtig. Ja. Das mag bei der Landjägerei, also dem Weimarer Republiksnachfolger der Landgendarmerie, wieder anders gewesen sein. Bei der kommunalen irgendwie in der Mitte. Bei der Dorfpolizei. Bei der Dorfpolizei. Dann machen wir mal weiter auf den Kopf. Das ist ein Lederchakko. Der wurde so bereits bei verschiedenen Waffengattungen der preußischen Armee, beispielsweise im Ersten Weltkrieg und davor getragen. Also vor der Einführung des Stahlhelms. Vor der Einführung des Stahlhelms. Zu Chakko, seid gespannt, da kommen wir noch ein andermal dazu. Das wird lang. Die Chakos wurden dann spätestens mit der Einführung des Stahlhelms sind die halt Stück für Stück in die Lager gewandert. Die Lager waren auch vorher schon voll davon gewesen und die Dinger waren ziemlich alt. Ja. Aber letzten Endes hat man sich dazu entschieden, auch wahrscheinlich, weil das Material halt vorhanden war, die Sicherheitspolizei anfangs 1919 mit Chakos auszurüsten. Wie gesagt, erstmal mit dem, was da war. Kommen wir, wie gesagt, später nochmal im Einzelnen dazu. Chakko hat sich auch bewährt, also hat die Aufgaben erfüllt. Die waren damals schon alt und das muss Ersatz her. Und deswegen nehme ich mir jetzt den hier. Denn man brauchte, wie gesagt, Ersatz. Und dann hat man ab 26, 27 angefangen zu experimentieren. Und da gab es Versuche mit Kork, mit Rosshaar, verschiedenste Modelle, die getragen wurden, die sahen auch irrwitzig aus. Am Ende gewonnen hat Vulkanfieber, hinlänglich bekannt von dem Schirm. Von als Sparstoff eigentlich mal eingeführt, um der Lederknappheit vorzubeugen, hatte man Vulkanfieber eingeführt. Und das ist im Endeffekt eine Art Plastik. Es ist ein frühes Plastik. Es ist in dem Falle ein Drittel leichter als Leder, was es in der Hinsicht praktisch macht. Es, es kann auch mal runterfallen, ohne dass es kaputt geht. Vorne zum Zierat, da gehen wir auch in einem anderen Video noch mal ein bisschen näher drauf ein. Wir sehen einen Stern, das ist das Mecklenburger Modell tatsächlich. Achso, man hat den Mecklenburger Stern. Man hat den Mecklenburger Stern als Vorbild genommen. Wieso, weshalb, warum? Kommen wir nochmal dazu. In der Mitte Medaillon im Ehrenkranz, hier zu sehen, der ungekrönte, gespiegelte preußische Adler. Das Modell 1919 für die Sicherheitspolizei. Es gab dann noch ein Modell mit dem fliegenden Adler. Das wurde 1921 eingeführt, weil das bei Preußen der Freistaat nochmal sein Staatswappen geändert hatte. Musste das dann überall nochmal nachgebessert werden. Klar, soll ja auch nicht zu einfach sein. Die alten wurden aber weitergetragen. Also auch Lederchakko wurde auch lange noch weitergetragen, solange wie sie noch gut waren. Ich kenne es aus euren Marine-Videos, solange es da war und noch gut war, Richtig. Das wurde einfach genommen. Wird nicht weggeschmissen. Es wird nicht weggeschmissen. Genau. Dazu oben eine Nationale. Das Zierat ist aus Neusilber. Die Nationale in der Regel auch. Und dann bemalt entsprechend der Farben. In dem Fall halt schwarz und dann Silber für Schwarz-Weiß-Preußen, offensichtlich. Auf den Chakko, wie gesagt, gehen wir nochmal in einem anderen Video nochmal genau drauf ein. Dann erklären wir euch das Teil dann nochmal im Detail. Jetzt kommen wir zum Lederzeug. Wie ihr seht, ich trage braunes Lederzeug. Das tragen wir innerhalb unserer Interessengemeinschaft erst seit diesem Jahr flächendeckend so. Habe ich erst letzte Woche einen Artikel zugeschrieben auf Facebook und bei Instagram. Herrlich. Da kommen wir später nochmal zu. Braun, weil das ganze Lederzeug stammte auch aus Altbeständen der alten Armeen. Also, und das war ja Logar eingelagert und ja, wieso, weshalb, warum hat man erstmal nicht den Bedarf gesehen, das zu schwärzen. Die Bekleidungsvorschriften sprechen bis 1932 von ungeschwärzt explizit. Wohlgemerkt nur für das, was oben getragen wurde, also Schuhe, Gamaschen, Chakko, das war schwarz. Aber Leibriemen, Schulterriemen, wurde alles in braun gehalten. Am Leibriemen Koppelschloss für die preußische Schutzpolizei, hier mit fliegendem Adler 1923-24 eingeführt. Es gab auch ein Koppelschloss für die Sicherheitspolizei. Das hat dann eher den Adler, wie wir auf dem ersten Chakko zu sehen haben.
Also wurden bei der Sicherheitspolizei auch anfangs Eindornschnallen, Zweihornschnallen, also so ein bisschen Provisorien wie auch bei der vorläufigen Reichswehr getragen. Ja. Hat dann auch gedauert, bis dieses Koppelschloss entsprechend zahlenmäßig vorhanden war, wie immer. Genau. Ansonsten zur Ausrüstung rechts Pistolentasche getragen. Hier Polizeiausführung mit einer Dornschnalle, damit man das Holz da schneller ziehen konnte, die Waffe schneller ziehen konnte, als beispielsweise mit der Rollschließe, wo das ja mit dem Ausfummeln. Bei den militärischen Varianten war die Schließe anders. Genau. Wurde aber beides getragen. Ja. Je nachdem, wie vorhanden. Darin Pistole, ja, 08. Gibt es nicht viel zu sagen, mehr jetzt nur mit einem Magazin in der Pistole und einem Magazin als Reserve. Mehr haben sie nicht getragen. Im normalen Einzel- und Revierdienst. Davon gehen wir jetzt erstmal aus. Links trage ich, fangen wir erstmal von hinten an, Seitengewehr. In dem Fall das Modell 9805. Es waren verschiedene Modelle bei der Polizei im Umlauf. Nahezu alles, was im Ersten Weltkrieg auch getragen wurde, vor allem in Anfangsjahren, danach wurden die nach Liste so ein bisschen nummeriert. Also von der Marine durfte beispielsweise nicht alles getragen werden. Ja, die hatten ja auch viel Hirschfänger und derlei Seitenbewaffnung. Genau, für Offiziere gab es wieder Ausnahmen, aber wir bleiben jetzt hier nur bei den Mannschaftsdienstgraden. Genau, 9805 im dazugehörigen Bajonettschuh, ungeschwärzt. Dazu Portopé für Wachtmeister. Also Polizei hat durchgehend Portopé getragen, es gab keine Trottel. Ja. Hier, also für Wachtmeister, also für die unteren und mittleren Dienstgrade, für Anwärter wäre es komplett grün gewesen. Und für Offiziere entspricht es, also silber-schwarz, entspricht es der Offiziersvariante auch bei der preußischen Armee. Ganz vorne, links getragen, der Schlagstock, Gummiknüppel. Wurde auch 1923/24 eingeführt. Einführungsgrund, man war ja jetzt eine Republik und der Bürger lag dem Staat schon ein bisschen mehr am Herzen als im Kaiserreich. Schlichtweg eingeführt, Eskalation reduzieren und wenn eingesetzt, verursacht er natürlich weniger schwere Verletzungen als bei der Schutzmannschaft, beispielsweise der Säbel. Der Kloppe Meinungsverstärker. So ungefähr. Also muss man sich wirklich vorstellen, die Schutzmannschaft, die ist mit scharfem Säbel rumgerannt und der wurde auch eingesetzt, wenn es nötig war. Und ja, da ist der Gummiknüppel natürlich in der Hinsicht für alle Beteiligten besser. Tut trotzdem weh. Naja, natürlich. Das ist ja, sonst wäre es ja Quatsch. Genau, befestigt an einem kleinen Karabinerhaken und dazu noch Lederband. Faustriemen, damit er nicht wegfliegt. Damit er nicht wegfliegt, genau. Beim Meinung verstärken. Was mich noch interessiert, die Kragenspiegel. Den Ursprung dieser Kragenspiegel, den können wir jetzt so nicht genau klären. Also nichts, dass ich jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt auf eine bestimmte Tradition zurückzuführen. Es wird eine Frage von Machbarkeit, Beschaffbarkeit, vielleicht auch von Ästhetik gewesen sein, weil welche Regierungsstellen auch immer das damals entschieden haben, die fanden das vielleicht einfach schick. Ja. Auch. Ja. Aber jetzt da irgendwie eine direkte Tradition zu knüpfen, das geht nicht. Da ist es, die gleiche Thematik haben wir auch mal beim Polizeistern. Die Sache gehen wir im anderen Video nochmal drauf ein. Ja, das wurde sich einfach so ausgedacht. Zu den Krankenspielen sei gesagt, die Sicherheitspolizei kannte noch keine, beziehungsweise ein frühes Modell. Bei denen war das alles so ein bisschen, naja, nicht Kauderwelsch, aber was halt da war. Also es gab Versionen mit einem farblich abgesetzten Kragen, wo keine getragen wurden. Es gab einen gleichfarbigen Kragen, da wurden Kragenspiegel getragen. Besonders in den Anfangstagen der Sicherheitspolizei wurde auch mit Nummern noch getragen, die dann die Abteilung und die Hundertschaft gezeigt haben. Teilweise gestickt, teilweise aus Metall. Die fielen dann auch wieder weg später. Und ab 23 gab es dann grüne Kragenspiegel, Einheitskragenspiegel, wenn man so will, die sahen so aus, ein bisschen breiter, aber ohne Silberschnureinfassung. Und dann mit der Novellierung 1928 kamen dann für Wachtmeister, also für Mannschaftsdienstgrade, die Kragenspiegel mit Silberschnureinfassung. Bei den Offizieren gehen wir davon aus, da die Vorschrift keine Veränderung sagt oder nichts anderes sagt, dass die weiterhin die
breiten grünen Kragenspiegel ohne Silberschnur getragen haben. Ja. Okay. Genau. So, zu dem ganzen möglichen Kleinkram, den man mit sich rumträgt. Also zum einen Taschentuch beispielsweise, wie man es kennt vom Zivilen. Falls man der Dame mal das Näschen schnäuzen muss. Zum Beispiel. Dann Polizeipfeife. Ein Modell, was bei vielen europäischen Polizeien zu der Zeit gängig war. Also ich war zum Beispiel letztens in Irland gewesen, im Museum der Garda Síochána. Die haben ein ähnliches Modell getragen und die haben es von der britischen Polizei übernommen. Also ja, darf ich mal? Aber wenn du dich traust. Yay. So, dann ein sehr interessantes polizeiliches Stück. Führungskette, Knebelkette, wie man es nennen mag. Darf ich um deine Hand bitten? Ich bin auch tätowiert und kriminell, deswegen genau. Ist es auch nur angemessen. Also, mir haben mal Kollegen erzählt, weil die Knebelkette später noch sehr lange getragen wurde, dass viele Kollegen geübt haben, die ums Handgelenk rumzuwerfen. Ja. Die rastet dann hier ein und dann durch Verdrehen kann ich einen Schmerzpunkt erzeugen und ja, dich so ein bisschen rumführen, wie ich will. Aus meiner Sicht würde es am besten Sinn machen, das den Arm hinterm Rücken zu verdrehen und dann den Schmerzpunkt setzen zu können. Da sind wir mit den Einsatzvorschriften, haben wir noch nicht so viel studiert und da gibt es auch gar nicht so viele Aufzeichnungen. Also höchstens mal Ausbildungsvorschriften müssen wir nochmal durchgucken, aber Theorie und Praxis. Das unterscheidet sich. Das weicht immer ab. Sehr. Wurde noch, also in Westdeutschland weiß ich es nicht, aber von der Volkspolizei bis zur Wende. Mhm. Und von einigen Kollegen noch ein bisschen länger. Ah ja. Getragen. Dann ein bisschen Papier. Notizbuch haben wir innerhalb unserer Interessengemeinschaft angefertigt. Danke, Dirk. Wie so vieles. Danke, Dirk, unser Vorstand. Kann man nicht mal Danke sagen. Ohne ihn würde gar nichts laufen. Ja, Notizen, kann man alle möglichen Sachen, kann man rein theoretisch so einen kleinen Sachverhalt spielen, abarbeiten. War natürlich in der Realität viel dicker gewesen, aber als Anschauungsmaterial reicht es. Und haben wir uns auch machen lassen, Dienstausweis, also mit eingetragen, Dienstgraden, Dienststelle, alle möglichen Stempel und mit Foto. Wie das gehört. Wie sie das gehört. Alles streng nach Vorschrift. Richtig so. So. Und weitere persönliche Ausrüstungssachen. Wenn du in der Stadt unterwegs warst, hast du dir irgendwie noch einen Stadtplan eingesteckt, weil ja, es gab keine andere Technik, es gab kein Google Maps. Schwach. Schwache Zeit. Schwache Zeit. Ja, da haben die Leute sich noch unterhalten, wie widerlich ist das denn? Ach Gott. Nee. So. Ja, wie gesagt, gibt es noch andere persönliche Sachen. Wie kommt man, also, wie kann man sich damit auseinandersetzen? Oder wo kommt man es her? Wo kommt man es her? Ich dachte erstmal, wo beliest man sich denn, bevor man anfängt, irgendeinen Scheiß zu kaufen? Es gibt zum Thema Preußische Schutzpolizei der Weimarer Republik nicht viel Literatur. Ja. Nicht viel, beziehungsweise, also wenn dann ältere Original, was jetzt ein bisschen neuer ist, wo es mit reinfällt, haben wir zum Beispiel von Ingo Löken, Uniform der Polizei in Preußen, 1866 bis 45. Mhm. Ja, das, was draufsteht, ist auch drin. Fotos, schwarz-weiß. Und da haben wir es auch viel im Selbstversuch schon gemacht mit Bildbearbeitung. Du kannst ein dunkles Braun von einem Schwarz auf einem Schwarz-Weiß-Foto einfach nicht unterscheiden. Oder nicht mit Sicherheit. Nicht mit Sicherheit, ja. Genau. Also ich bilde mir ein, das zu können, aber wie viel Fantasie dann zum Schluss da mitschwimmt. Richtig, und Erfahrungswerte und genau. Die dann aber bei einem Foto manchmal nicht so. Und dann kommt ja noch dazu, ein Foto ist ja nun keine 200%ig zuverlässliche Quelle. Nee. Weil dann ja auch die persönlichen Präferenzen und die Situation, unter denen das Foto entstanden ist, in Bezug zum Träger, man weiß es nicht, kann man sich nicht drauf verlassen, man kann sich nur davon inspirieren lassen. Es gab doch mal ich habe mal die Regel gehört, irgendwie, wenn du auf 3 Fotos von 3 unterschiedlichen Personen aus 3 unterschiedlichen Einheiten, Organisationseinheiten etwas hast und das gezeigt wird, dann könnte man quasi sagen, okay, wurde so gemacht. Wurde so gemacht, ja. Könnte gängig gewesen sein. Könnte gängig gewesen sein. Das ist ja wie die Sache mit dem Sturmriemen von der Pickelhaube über oder unter dem Bezug. Na, ja. Da gibt es halt eben Ernst Manfred, der sitzt da und sagt, nee, der Sturmriemen, der darf nicht über den Bezug getragen werden, weil ich habe 500 Fotos
da ist das nicht so. Und dann kommt halt eben Günther um die Ecke und sagt, ey, das ist aber gelogen, weil ich habe 500 Fotos, auf denen ist es anders. Ja. Und deswegen kann man davon ausgehen, ist Stulle wie Brot. Und manches war auch ungeschriebenes Gesetz. Beispiel Bart. Ist dir hinlänglich bekannt, warum man nach dem Ersten Weltkrieg weniger bis gar keinen Bart getragen hat und warum man bei der Armee mehr oder weniger endlich rasiert war. Ja. Gibt es praktisch keine Vorschriften bei der Polizei, die sich finden lassen. Mhm. Auf Fotos viel komplett rasiert, gibt aber auch Ausnahmen. Und muss ich mal schauen, ob ich das Bild noch finde, ob wir es einbinden können. Es gibt ein Bild von einem Kollegen, älterer Kollege, und der hat einen ganz langen Schnurrbart. Ja. Weil er aber schon älter ist und schätze ich, okay, der hat wahrscheinlich schon in der königlichen Schutzmannschaft gedient und das wird dann dieses Prinzip sein, so, keine Ahnung, wenn der Vorgesetzte kommen würde, hier, rasier dich mal, dann wird er sagen, du, ich war schon Unteroffizier, da warst du noch nicht mal geboren, so ungefähr. Naja. Also, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Ja, ja. Und besonders Offiziere haben sich auch gewisse Sachen wieder rausgenommen, was natürlich ein Mannschafter nicht gemacht hat. Für unsere Zeit kann ich empfehlen, Erich Radeke, Polizeiabzeichen, Helme Raldik Historie, den zweiten Band. Es gibt insgesamt 4, 3 aus dieser Reihe und noch einen Sonderband zum Chaco. Den werde ich im anderen Video nochmal erwähnen. Also der zweite Band 1918 bis 45, da sind im Wesentlichen alle, also viele Abzeichen von allen möglichen Schutzpolizeien der Weimarer Republik abgebildet. Mhm. Und wie gewisse Dinge getragen wurden. Da ist auch halt auch viel zur Geschichte vom Chaco drin, wo gewisse Abzeichen herkommen und so weiter und so fort. Ja, kann ich in der Hinsicht empfehlen. Und wer sich mit dem Thema Preußische Schutzpolizei allgemein auseinandersetzen will, also wirklich die ganze Geschichte, wo kommt's her, wie ist es entstanden, wie hat es sich weiterentwickelt und über die Machtergreifung hinaus, Organisation, Bezahlung, Verpflegung etc., da kann ich Peter Lessmann-Faust empfehlen. Die Preußische Schutzpolizei in der Weimarer Republik trifft den Nagel auf den Kopf aus der Schriftreihe von der Deutschen Gesellschaft für Polizeigeschichte. Soweit zur Literatur. Es gibt bisher keine weitere neuere Literatur. Für andere Polizeiepochen ja. Da kommen wir, wie gesagt, im anderen Video nochmal drauf zu. Ja. Wenn ich jetzt ein Polizist sein möchte im Jahr 1928 und in mein Portemonnaie gucke, die Tränen weggewischt habe und sage, ich kaufe mir das jetzt, wo wende ich mich denn da hin? Also grundsätzlich an uns, also. An die Interessengemeinschaft der Polizei in der Weimarer Republik. Wir sind nicht die absolut einzige, aber die Darstellungsgruppe für Polizei in der Weimarer Republik in Deutschland. Gibt noch ein paar Einzeldarsteller, gab auch noch mal mehr, ein bisschen Fluktuation ist immer. Vorweg, wir hätten genügend Material da, um, wenn der Rock passen würde, allen ganzen Kollegen von heute auf morgen auszurüsten. Ja. Wenn er es bezahlen kann. Das ist, ja. Abzahlung ist möglich. Genau. Wir sind ja gute Freunde. Eben. Ja, fangen wir beim Rock an. Es gibt eine Internetseite, feuerwehrkelle.de. Der Arvid Plechinger ist da der Betreiber. Weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Da gibt es diesen Rock tatsächlich von der Stange. Hm. Ja, kostet 180 €, war mein letzter Stand gewesen. Ist ein guter Preis. Ja. Also ich finde dafür, dass wir von der Stange sind, ist das mal eine ganz schöne Ansage. Aber das ist Geschmackssache, ne? Alles hat alles seinen Preis, es wird auch nichts günstiger. Mhm. Daher. Ja, zur Qualität, also ich finde es preis-leistungsmäßig super. Preußisch Blau ist eine Farbe, die ist immer so ein bisschen im Wandel gewesen. Wir sehen jetzt den Vergleich zur Mütze, die ist auch von einem anderen Hersteller. Im Vergleich zu meinem Überrock, den ich trage. Ja, zur Mütze kommen wir nochmal. Ja, bei Arvid Plechinger, bei Feuerwehrkeller, da kriegst du viel. Du kriegst den Rock, du kriegst das Koppelschloss, du kriegst die Schulterstücken und du kriegst mittlerweile auch Kragenspiegel. Naja. Die Kragenspiegel, die ich jetzt drauf habe, die haben wir uns extra machen lassen beim Vereinsausstatter Bilal Butter. Mhm, kenn ich auch. Genau. Wie gesagt, von Anfang das Zeug, was bei Feuerwehrkeller gibt, das ist nicht schlecht. Wir werden uns noch, haben uns noch welche machen lassen, wo... die letzte Schlaufe, wo der Knopf drauf steckt, wo keine Unterlage ist. Mhm. Denn das war bei den Schulterstücken so gewesen, dass die letzte Schlaufe frei war. So wie bei den Generals, also bei den höheren Offiziersschulterstücken im Ersten Weltkrieg oder im Kaiserreich auch. Genau. Da war auch keine Auflage mehr unter der letzten Schlaufe. Genau.
Des Weiteren bekommt man bei, bei Feuerwehrkeller das Portepee, so wie ich es getragen habe. Und ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Sachen. Er hat noch einen Leibriemen, einen schwarzen. Wir brauchen jetzt braunes Zeug. Brauner Leibriemen ist von Nestorf. Ja. Schulterriemen ist auch von Nestorf. Wenn ich jetzt das, was Dirk mir erzählt hat, richtig im Kopf habe, den hat Dirk umgearbeitet, weil den Lehmriemen, den es dort gibt, der ist mit schwarzen Metallteilen. Ach so, ja, weil ich habe noch einen Schultergurt, das ist zwar das Modell für die Wehrmacht ab 35, also ein frühes Stück, und das hat mir damals der Marek Tuneger. Ach, ja, der ist hat das hier gemacht. Schnürschuhe sind von Nestorf, habe ich Logare damals gekauft, habe ich selber geschwärzt. Ja. Stiefelhose auch von Nestorf. Gamaschen. Ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema. Ich habe Originale. Ich bin auch sehr froh über Originale, dass ich die habe und dass die mir auch passen. Das ist das zweite Paar, was ich damals bestellt habe. Ich habe auch Originale. Und sollte ich irgendwann mal Kinder haben, dann wird denen das passen, wenn die so 6 Jahre alt sind. Ja, also mir ist gegenwärtig, und da sind wir eigentlich auch dran, kein Hersteller in Deutschland bekannt, der Ledergamaschen herfertigt. Nee, leider nicht. Wenn es einen gibt, wenn du das siehst, melde dich bei uns. Du wirst ganz, ganz viel Kundschaft haben. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Also wir brauchen Schwarze, wir brauchen Braune, wir brauchen alles. Und wir kennen 30 andere Darsteller, die auch welche brauchen. Wahrscheinlich du auch. Ja, ja. Deswegen, schwierige Sache. Man muss Glück haben, dass man da große Größe vielleicht noch findet, die auch in einem tragenswerten Zustand ist. Das ist nämlich das Entscheidende, weil Original ist halt mittlerweile 80 Jahre alt, Minimum 80 Jahre. Minimum, ja. Die Schirmmütze, die haben wir damals über Stefan Militaria bestellt. Sagt mir nichts, aber ja. Ich weiß noch nicht, ob der das selber hergestellt hat oder ob er den jemanden hatte. Wir lassen jetzt auch nochmal Schirmmützen für unsere anderen Mitglieder anfertigen. Und für mich noch eine Landgendarmerie-Mütze. Schirmmützen gibt es eigentlich mehrere Hersteller. Also da, das wäre jetzt nicht so der Mangel in Wünschen. Wie liegt man da kostentechnisch dann? Für die habe ich damals ungefähr 70 Euro bezahlt. Zwei. Ja. Ja. So, Kleinkram ist teilweise original, wie gesagt, von Westdeutscher Polizei, von Volkspolizei weitergetragen. Polizeipfeife muss man mal gucken, gibt es glaube ich auch als Repro bei Herstellern. Taschentuch muss man nicht erzählen. Die gibt es nur bei uns, das Papier. Also, ihr habt keine Wahl. Es ist einfach, es muss so sein. Chaco. Also, ja, Chaco ist aktuell schwierig. Original ist steinalt, das wollt ihr nicht aufsetzen, selbst wenn ihr es habt. Ja. Vulkanfieber-Chaco, das ist ein Nachkriegsmodell. Also, da gehen wir, wie gesagt, im anderen Video nochmal drauf ein. Die wurden bei der westdeutschen Polizei bis Anfang der 70er Jahre noch so getragen. Absolut, also nicht absolut, aber nahezu baugleich zu den Chacos, die in der Weimarer Republik getragen wurden. Zierrad ist original, da gibt es auch bisher keine Repliken. Es gibt den fliegenden Adler, gibt es das Medaillon in Replik, aber das ist dann eher so, das schimmert Gold, das müsste man irgendwie dann erst wieder Silber kriegen. Da kann man natürlich dann irgendeinen anderen Nachkriegsstern nehmen, die von West-Berlin beispielsweise, die haben lange Zeit dieselbe Form oder eine ähnliche Form gehabt. Aber es gibt von den Sipo-Sternen ganz viele auf dem Markt, die kosten leider mittlerweile bis zu 250 Euro. Und das in einem nicht schönen Zustand. Wie es immer so ist, früher hast du es für einen Apfel und ein Ei hinterher geschmissen gekriegt und jetzt drehen die Leute alle durch. Richtig, ich hatte damals ein bisschen weniger noch bezahlt oder zumindest für Stern und Nationale so viel. Die Nationale ist auch original in dem Falle, aber da kann man auch, von der ähnlichen Form wurden nach dem Krieg viele noch getragen, malt man um mit Farbe, kriegt man irgendwie silber poliert. Das ist alles kein Thema. Streng genommen müsste man noch die Knöpfe 91 auch noch Silber machen, weil alles damals aus Neusilber war, weil das ist alles jetzt Alu. Naja, da muss man mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Und der Vorteil bei den Dingern ist halt, die gibt es halt auch in tragbaren Größen. Ja. Weil, also eine 56, 57, was ich zum Beispiel brauche, das ist kein Thema. Ja gut, das ist ja schon eine relativ kleine Kopfgröße. Das sind ja eher die größeren Sachen, die dann problematisch werden. Ja. Nö. Mir fällt auch nicht ein. Dir fällt auch nicht mehr ein. Dann lass mal sein. Lass mal sein. Die noch gesaftet. Wunderbar. Guckt bestimmt eh keiner mehr zu.
Dann hoffe ich, euch hat dieses kurze, prägnante Video über das Polizeiwesen in der Weimarer Republik und speziell über die Uniformierung von 1928 gefallen. Wenn dem so ist, dann schließt gern ein Abonnement ab, schreibt Kommentare. Facebook und Instagram sind in der Beschreibung verlinkt. Wenn ich es nicht vergesse, dann auf jeden Fall. Also, bis dahin und tschüss. Ciao.